Ja, bei mir jetzt Daniel Bartsch, 1:1 gegen Eppelborn. Das andere 1:1 von Jägersburg hält euch noch am Leben. Jetzt habt ihr ein Endspiel nächste Woche in Jägersburg, aber trotzdem hättet ihr, glaube ich, sehr gerne gewonnen. Und die Chancen waren am Ende absolut da. Wie hast du das Spiel insgesamt gesehen? Ja, es war ein enges Spiel. Es war schon so ein 50-50-Spiel, würde ich sagen. Klar, umso länger die Spielzeit vorangeschritten war, umso mehr mussten wir eigentlich riskieren, weil wir den Sieg brauchten. Ja, wir hatten die Chancen auf den Sieg. Ich denke, die hatten aber auch noch gute Chancen auf den Sieg. So war es, glaube ich, im Endeffekt ein gerechtes Unentschieden. Für uns eigentlich zu wenig, nach dem Unentschieden jetzt auch von Jägersburg. Ja, ist ein bisschen ärgerlich jetzt. Gut, wir sind nach dem Rückstand sind wir zurückgekommen, was auch wichtig war. Ja, wir stehen eigentlich im Moment gut, wir kämpfen, wir machen, wir tun. Das sind aber heute leider 2 Punkte zu wenig. Mir hat so die ersten 50 Minuten haben mir so ein bisschen dieser letzte gallige Einsatz gefehlt. Der Gegner hat eigentlich auch früh attackiert, war körperlich sehr stark. Das hat euch schon ein bisschen zugesetzt, hatte ich so den Eindruck, oder? Ja, es war von Anfang an eigentlich ziemlich viel Tempo drin, ziemlich viel Kampf, Zweikämpfe, viel Umschalten, schnelle, tiefe Bälle. So ging es ziemlich hin und her auf den großen Platz dann. Das hat dann schon Körner gekostet, aber ich denke beim Gegner auch. Das hat man am Ende auch gemerkt. Ja, es war ein hartes, anstrengendes Spiel, aber im Endeffekt hätten wir uns am Ende noch belohnen müssen. Hatten wir noch die eine oder andere Chance. Haben wir leider nicht gemacht. Und jetzt habt ihr, wie gesagt, nächste Woche in Jägersburg, da zählt nur ein Sieg. Da ist die Devise dann klar. Ne? Das ist relativ einfach. Ja, jetzt haben wir ein richtiges Endspiel. Ich denke mal, vor 3 Wochen, wenn uns das einer so gesagt hätte, hätten wir es wahrscheinlich unterschrieben. Jetzt vor allen Dingen nach dem Punktabzug. Da hilft natürlich nur ein Sieg. Den reicht ein Unentschieden. Müssen wir alles reinhauen.